dir leid, die biblische Geschichte, die stimmt in diesem einen Falle nicht. Denn eins ist gewiss, das wissen wir genau, der erste Mensch war sicher eine Frau. Denn eins ist gewiss, das wissen wir genau, der erste Mensch war sicher eine Frau. Jammert auf der Himmelswies, wo soll da sein das versprochene Paradies? Sie sagt zum Herrn Gott auf den Garten Eden, verzicht die gern, ich hab mir keinen zum Reden. Sie sagt zum Herrn Gott auf den Garten Eden, verzicht die gern, ich hab mir keinen zum Reden. Vielleicht hättest du noch so eine Art offen, der mit mir redet und macht, was ich am Tor schaffen. Der Herrgott sagt, na kriegst du jetzt einen Mo, bei dem ist hinten und vor allem vorn alles dran. Der Herrgott sagt, na kriegst du jetzt einen Mo, bei dem ist hinten und vor allem vorn alles dran. Und Gott Vater bastelt an den Genen, tut hier dazu und dort was weg von jenen. Na, er fertig und es zeigt sich sein Pratix, der Kerl frisst viel, ist faul und heut vom Reden nix. Na, er fertig und es zeigt sich sein Pratix, der Kerl frisst viel, ist faul und heut vom Reden nix. Nach kurzer Zeit schon macht die Eva Druck, o lieber Gott, nimm den Lümmel wieder zurück. Na, na, sagt er, behalt den Artgenossen, dieses Modell ist vom Umtausch ausgeschlossen. Na, na, sagt er, behalt den Artgenossen, dieses Modell ist vom Umtausch ausgeschlossen. So hat der Gendefekt seinen Lauf genommen. Wir müssen mit der Spezies Mann auskommen. Ist nicht perfekt und auch nicht wirklich schön. Ja, kurz gesagt, mein einziges Problem. Ist nicht perfekt und auch nicht wirklich schön. Ja, kurz gesagt, mein einziges Problem. Ganz klar ist die Moral von dieser Geschichte, verändert werden dürfen Gene nicht. Denn schon die erste Genmanipulation war sichtlich eine krasse Fehlkonstruktion. Denn schon die erste Genmanipulation war sichtlich eine krasse Fehlkonstruktion.